Hey Leute, FIFA 13 ist wieder am Start und es geht weiter. Wir haben aufgehört mit dem Teambuilding. Ja, habe euch die zwei Mannschaften gezeigt, hab's in zwei Folgen gepackt. Ja, ich wollte nicht so eine lange machen und ich wollte einfach mal zwei kurze Folgen machen. Die letzten Teambuildings waren ja immer 20 Minuten, diesmal waren es glaube ich 10 oder 11 und 7. So, und jetzt hier mit der ersten Mannschaft, die ich euch vorgestellt habe, spielen wir direkt in der Liga weiter. Ich bin bei 6 Punkten, habe schon ziemlich viel gespielt eigentlich, ohne aufzunehmen. Ich glaube 3 Saisons, ich bin erst in der ersten Liga abgestiegen, dann bin ich wieder aufgestiegen, dann bin ich wieder abgestiegen und jetzt bin ich in der zweiten Liga mit 6 Punkten nach 2 Spielen. Ja, und er hat irgendwie keinen Bock auf uns. Okay, ich zeige euch noch kurz hier meine Statistik. Ja, richtig scheiße. Erstmal 2 Spiele sehr hoch gewonnen. Ich sag euch, der Sturm ist Bombe. Dann ja, meine Statistik 206, 71, 209, ja. Ja, ich bin halt nicht der Beste im FIFA, mir macht es einfach nur Spaß. Und ja, da kann ich jetzt auch nichts für diese Statistik. Wie gesagt, ich bin nicht der Beste. Aber gut genug, um in der zweiten Liga zu sein und wieder aufzusteigen. Und jetzt sehen wir hier die Mannschaft von ihm. Es ist eine, ja, spanische Liga. Eigentlich, ja, spanische Liga. Ja, mit ein paar Mexikanern da vorne. Dann noch Eto'o, Hernandez, Guardo, Suarez, glaube ich, heißt der, Piqué, ich habe den Namen vergessen, von Innenverteidiger. Dann Valdez und ich glaube, es ist Alba. Oh Mann, ich habe die ganzen Namen irgendwie nicht drauf. Und noch Song. Ja, den Namen habe ich irgendwie nicht wirklich gut drauf. Gut. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich mal hier wieder gewinne, denn ich will so gut wie möglich oder so schnell wie möglich mit den kompletten 10.000 Münzen da aufsteigen. Das heißt Meistertitel. Und ja, das ist natürlich gut, weil ich will mir noch Bale holen und dann bald noch. Ich will mir noch Company, Bale, Aguero. Ja, okay. Ich bin hier gleich bald bei ein paar hunderttausend Münzen angekommen. Bale und Aguero kosten allein schon 200 und dann noch Company 250. Ich weiß noch nicht, wen ich mir zuerst holen will oder zuerst hole. So, und jetzt hier erstmal sehr stark von Kabul. Ja, das ist ein Freistoß. Okay. Ah, ich wusste, dass das was macht. Habe ich mir gedacht. Schade. Oh, Glück gehabt, dass wir den bekommen. Ja. Aber, und ich brauche noch einen zentralen Mittelfeldspieler für Tarabt, weil ich noch einen etwas stärkeren haben will. Ein paar Spieler und so. Ja, und wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wen ich mir zuerst holen soll. Aguero wahrscheinlich nicht, weil mir Balotelli sehr gut gefällt. Bale soll für Ben Arfa reinkommen. Und ja, der zentrale Mittelfeldspieler wird wahrscheinlich vielleicht als erstes sein, weil er so günstig ist. Die kosten, glaube ich, alle, die ich zur Auswahl habe oder die ich mir holen möchte, von dem ich mir einen aussuchen werde, kosten, glaube ich, nur 15.000 oder so. Auf jeden Fall. Ja. Und jetzt. Ah, schade. Und Nachschuss. Und Ecke, gut. Auf jeden Fall, denke ich mal, vielleicht wird es auch Company, aber meine Innenverteidigung gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Ah, man, das ist echt schwer, die Entscheidung da. Das ist wieder eine Ecke. Ich denke mal, wahrscheinlich wird es Bale werden. Ja, oder... Ja, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ich es bis dahin noch nicht gekauft habe, wen ich mir holen soll. Weil, okay, es dauert noch ein bisschen, bis die Folge rauskommt. Wahrscheinlich hat noch... glaube ich, 5 FIFA-Folgen auf Lager sozusagen. Noch ein paar mit meiner alten Mannschaft und ein... Ja, und die 2 Teambuildings. Ich glaube, noch 3 mit meiner alten Mannschaft und noch die 2 Teambuildings halt, ja. Von daher, wenn ich mir noch nichts gekauft habe, könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wen würdet ihr am liebsten haben. Oder wen würdet ihr euch holen. Wenn, also ich sag mal, Company, Bale, Aguero oder... wer fehlt noch in der Mannschaft? Ich glaube keiner. Oder? Fehlt einer? Ne, ich glaube nicht. Gut, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare, würde mich freuen. Und dann hoffe ich mal, jetzt konzentriere ich mich mal hier aufs Spiel, weil bis jetzt ist er hier ziemlich stark in der Offensive, oder nicht ziemlich stark in der Offensive, aber wir kassieren, glaube ich, gleich das erste Tor. Nein, zum Glück nicht. Jetzt kommt mal ein bisschen ruhiger hier rausspielen. Auf Hazard mal. Ah, und dann kommt der Pass natürlich sehr schlecht hier. Und jetzt schon wieder in der Mitte steht er frei. Boah. Wieder mal Glück gehabt. Und dann machen wir das hier sehr schlecht. Haben aber Glück, dass es hier nicht wirklich tödlich endet sozusagen.
Und jetzt mal auf lang auf Hazard gegen Piquet. Machen wir hier eine Schusstäuschung in die Mitte und dann ziehen wir mit Hazard ab und der geht rein. Ja, im letzten Teambuilding habe ich ja gesagt, dass Hazard einen richtig geilen Schuss hat. Ich glaube, er steht bei 74. Steht da aber, ja, wie ihr seht, richtig geiler Schuss auf jeden Fall. Oh, und jetzt macht, was macht er? Er will ja wohl nicht quitten. Nein, bestimmt nicht. Wie gesagt, also sein Schuss ist echt geil. Genau wie bei Balotelli und bei Ben Arfa. Ja, okay. Ich habe ihn nur genommen, weil er der Beste auf der Position ist, den es eigentlich gibt. Es gibt, glaube ich, gar keinen wirklich guten RF da. Soweit ich weiß. Oder, warte, Suarez? Ich weiß gar nicht, spielt in der Premier League? Und ist der RF? Oh Mann, ey, ich muss echt mal ein bisschen hier. Premier League habe ich so lange nicht mehr gespielt und alles. Sind jetzt die ersten paar Spiele. Ich weiß gar nicht, wer alles da spielt. Es sind so viele gute Spieler. Deswegen habe ich mir auch eigentlich das Team gemacht, weil es eigentlich die Liga mit den besten, mit den meisten besten Spielern bei FIFA ist. Aber die haben echt wirklich viele Möglichkeiten. Erst recht in der Zentralmittelfeld. Also im Zentralmittelfeld haben die ja einen Spieler nach dem anderen, der da krass ist. Wie Nasri, Touré, Lampard. Wer fehlt noch? Santi Gasola, Gerard, David Silva. Ja, alles richtig starke zentrale Mittelfeldspieler. Oder zentral offensive Mittelfeldspieler. Ist eigentlich auch egal. Auf jeden Fall alles sehr starke. Und ja, LA glaube ich auch mehrere starke. RA leider gar keinen starken. Soweit ich weiß. Und ja, deswegen Innenverteidigung auch eigentlich sehr starke Spieler. Rechtsverteidigung auch, Linksverteidigung wieder nicht. Deswegen habe ich Klischee auf die Position da getan. Und jetzt ziehen wir da mal direkt ab. Ja. Und ja, Freistoß für ihn, okay. Muss ich jetzt nicht verstehen. Und komm, hoch auf Balotelli. Balotelli macht das Ding fast rein. Boah. Ist, glaube ich, auch ziemlich groß. Eins, weiß ich gar nicht, habe ich schon wieder vergessen. Ist noch gar nicht lange her, ich glaube eine halbe Stunde. Naja. Oh, und dann macht er den auch nicht. Ah, Mann. Der war auf dem Schwach. Oh, der war gehalten. Okay, deswegen. Und, ja, was macht der Spieler da mit dem Kopfball? Also, jetzt könnte ich von hinten reingrätschen, aber das wäre, glaube ich, eine rote Karte. Oh, und jetzt legt er sich schon sehr weit vor. Aber wir kriegen das hier schön geklärt noch. Aber meine Nase ist leider immer noch zu. Das regt mich ein bisschen auf. Und komm. Ah, schade. Schade, schade. Komm. Ja, schön hier. Und jetzt auf Balotelli, der steht nicht mehr im Abseits. Nein, tut er nicht. Und ah, schade, hätte ich gedacht, dass er den Tor noch länger rausholt. Wäre schön gewesen. Oh Mann. Wäre auf jeden Fall gut gewesen. Hätte ich nämlich am Tor vorbeilaufen können. Ja, das ist dann wieder kein Foul. Aber weil auch manchmal nicht bei FIFA. Die pfeifen irgendwelche unnötige Scheiße und dann sowas wieder nicht. Ja. Und jetzt pass mal hier in die Mitte. Pass nochmal zurück und zieh ab. Und der Ball geht rein. Von Nasri. Da läuft er das schön zum Ball. Auf jeden Fall. Erst recht, erst der Pass war gut von Balotelli. Dann nochmal zurückgelegt, weil er da, glaube ich, in der besseren Schussposition war hier. Ja, der hätte ich nicht schießen können. Da schön. Ja, okay, der Schuss nicht ganz gut. Aber Nasri läuft schön hinterher und so geht der Ball auch auf rein. Ja, und jetzt wieder Pause für ihn. Und er quittet. Oh, er quittet. Oh mein Gott. 45 Minuten. Ja. Gerade mal 2:0. Meine Fresse. Na, jetzt habe ich wenigstens schon 3 Siege. Danke, du Lutscher. Ja. Ja, Pech für ihn. Ich glaube, da war noch gar nichts entschieden im Spiel. Ja. Gut. Ja. Ja, wir sind schon wieder bei 10 Minuten. Meine Fresse, die ganzen Folgen sind ja richtig kurz hier. Oh Mann, jetzt ist die Frage. Ich glaube, ich gebe erstmal Klischee einen Vertrag. Soll ich mir jetzt noch einen Spieler kaufen? Oh, auf den Tausch. Ach, oh mein, ich bin echt Trottel, ey. Ich kann echt nicht reden und dabei mich irgendwie auf sowas konzentrieren, ey. Meine Fresse. Im Verein speichern, so. Dann wieder in den Verein reintun.
Meine Güte. Aber die Frage ist, soll ich mir jetzt noch einen Spieler holen für ein paar tausend? Gute Frage. Nee, ich glaube, ich spare erstmal. Ich glaube, nix. Nee, ich will erstmal Bale haben. Und dann würde ich sagen, ist die Folge auch Bale. Ich habe jetzt keinen Bock, noch ein zweites Spiel zu machen, weil sonst wird die Folge 30 Minuten. Und das letzte 30 Minuten, was ich hatte, das war Darksiders 2, hat eiskalt 10 Stunden gebraucht zum Hochladen. Boah. Ja, das war krass. 10 Stunden zum Hochladen. Ja, ich wohne hier mitten im Arsch der Welt, Alter. Da braucht er schon mal 10 Stunden. Von daher wisst ihr jetzt auch, glaube ich, warum nur am Tag ein Video rauskommt. Also 10 Stunden pro 30 Minuten, ja, ist klar. Für meine 20 Minuten Videos brauche ich allein schon 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden. Immer kommt drauf an, ob noch irgendwas anderes in Gebrauch ist im Internet. Ach, egal. Ich möchte jetzt nicht zumüllen. Also, dann würde ich sagen, danke, dass du das Video eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen und du noch mehr sehen willst, dann würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Und dann schauen, bis wir...